Du hast Las Vegas angesprochen. Ist Las Vegas so der Olymp für den Magier, wenn man dort eine eigene Show haben kann? Nein, Las Vegas, ja, trotzdem. Las Vegas ist natürlich ein bisschen Disney World für Erwachsene. Ich muss sagen, ich habe 2013 zum Beispiel habe ich 2 Monate aufgetreten am West End im Peacock Theater. Und das hat natürlich ein bisschen mehr, wow, das ist seriös Entertainment. Aber trotzdem, Vegas, die Stadt von Elvis, Sigurd Roy, Frank Sinatra, das war für mich ein Traum. Und ich wollte da immer auftreten, und das hat passiert. Und vielleicht ist es auch Zeit für ein Comeback. Aber jetzt gehen wir hier auf Deutschland zu nehmen. Du hast hier heute ein paar Tricks gezeigt, die im Rahmen dieser Bühne und dieses Raumes möglich waren. Wenn die große Show ist, wird es drüben natürlich noch ganz, ganz andere Nummern geben. Ich sage nur Todeskralle und die Unterwassernummer, die du jetzt in Köln vor kurzem mehr schon präsentiert hast. Jetzt mal Hand aufs Herz. Sind das wirklich Sachen, die gefährlich sind, oder weißt du immer, ich komme da auf jeden Fall gut raus? Nein, die Show ist ganz gefährlich. Gerade habe ich etwas gemacht für die Presse natürlich, die Leute hoffentlich zu imponieren. Aber der Show, die ich mache, womit wir unterwegs sind, ist groß. Es ist eine Riesenshow. Es ist der größte Magic Show gerade in der Welt. Es ist eine Revue. Wir sind die Einzigen, die unterwegs sind in Europa. Es gibt viel Gefahr, weil das Thema ist Houdini. Und seine größten Verdienste waren die Entfesselungen. Und das hat nicht so viel mit Magie und Religion zu tun. So, ja, ich muss daran. Ich mache die Unterwasserentfesselung. Ich mache das total anders, weil Houdini hat auch seine Geheimnisse mit ins Grab mitgenommen. So, wir wissen nicht, wie er das gemacht hat damals. Aber ich mache meine eigene Version, auch mit einer Überraschung am Ende. Ja, das kann man auf YouTube sehen. Und die Krone des Todes ist sehr gefährlich. Und deswegen habe ich, und ich bin das einzige Preis, worauf ich wirklich stolz bin, letztes Jahr 2014 den Silver Clown bekommen von Princess Stephanie Monte Carlo. Erstes Mal in 45 Jahren Singles-Festival ein Silver Glove für ein Magier und sein Team. Und erstes Mal der Magie zurück in the Ring, in der Piste. Und ich wurde ein bisschen kommen, weil ich war manchmal in Krone. Und dann ist das Publikum auch in the Round. Gute Erinnerungen daran. Das war wieder eine Folge von Monaco Deluxe. Ihr wisst, wir zeigen euch München, wie ihr es noch nie gesehen habt. Folgt mir einfach, indem ihr kostenlos auf Abonnieren klickt und natürlich auch bei Instagram, Facebook und Twitter.